Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Also, ich werde ja immer wieder gefragt. Cecil, wie kann ich optimal Fett verbrennen? Wie kann ich optimal Gewicht reduzieren? Ich will bis zum Sommer richtig schön schlank sein und ich muss mindestens 5 Kilo abnehmen. Wie schaffe ich das ganz schnell? Darauf antworte ich immer, dass es nicht nur wichtig ist, Gewicht zu reduzieren, weil auch wenn wir Muskeln verlieren, verlieren wir Gewicht. Und zwar noch mehr, als wenn wir einfach nur Fett verlieren, weil Muskeln binden sehr viel Wasser. Und wenn ich Muskeln verliere, dann wird auch sehr viel Wasser einfach aus dem Körper geschmissen. Und das ist das, was man nicht haben will in einer Diät. Also beantworte ich in diesem Video die Frage, wie man möglichst schnell, aber trotzdem effektiv Fette verbrennen kann. Dafür gebe ich euch genau 4 Tipps und nach dem Intro geht's an der Flipchart weiter. Bis gleich. Dann schauen wir uns das Thema nochmal an. Die Basis einer jeden Diät ist immer eine negative Kalorienbilanz. Sprich, wir wollen weniger Energie zuführen, als wir verbrauchen. Das ist immer die Basis. Wenn ich am Tag 2000 Kalorien verbrauche, ich nehme aber 4000 Kalorien auf, nehme ich natürlich zu. Wenn ich nur 1000 aufnehme, habe ich ein Minus von 1000 Kalorien, dann nehme ich natürlich ab. Also will ich euch jetzt den Weg zeigen, wie wir durch 4 Tricks die Kalorienzufuhr einfach bremsen können oder sparen können. Gucken wir uns mal das Fettgewebe an. 1 Kilo Fettgewebe bindet 7000 Kalorien. Das heißt, ihr müsst 7000 Kalorien im Minus sein, damit ihr 1 Kilo Fettgewebe verbrennt. Ihr merkt, das ist nicht ganz so wenig, das ist schon viel. 1 Kilo Fettgewebe, 7000 Kalorien, dafür müsstet ihr ungefähr 13 Stunden Fahrrad fahren oder so. Deswegen gucken wir uns jetzt an, wie ihr mit 4 einfachen Tricks eure Kalorienbilanz ins Negative bekommt. Unser Ziel ist jetzt einfach mal minus 1000 Kalorien am Tag. Das ist schon ziemlich viel, das ist schon richtig als Diät zu deuten. Normalerweise sagt man immer so, ja, nur um die 500 Kalorien. Aber man weiß sowieso nicht ganz genau, weil euren genauen täglichen Verbrauch genau auszurechnen ist sowieso immer schwierig. Deswegen gehe ich erstmal pauschal von minus 1000 Kalorien aus. So, und dafür gebe ich euch jetzt 4 super Tipps, wie ihr da hinkommen könntet. Okay, Tipp Nummer 1. Getränk. Was hat das auf sich? Ich habe schon mal in anderen Videos erklärt, wie viel Kalorien, wie viel unnötige Kalorien wir einfach durch Getränke aufnehmen. Das ist unglaublich. Viele trinken irgendwie 2 Latte Macchiato am Tag oder Milchkaffee. So ein Milchkaffee, wenn man nicht gerade noch Zucker zusätzlich reintut, hat schon mal 130 Kalorien. Trinke ich 2 davon, 230 Kalorien. Oder trinke ich einen halben Liter Orangensaft, habe ich nochmal 250 Kalorien aufgenommen. Das heißt, ihr könntet durch, dieses Beispiel habe ich gerade im Kopf, weil ich neulich ein Video darüber gemacht habe, das heißt, man könnte durch 2 Latte Macchiato oder Milchkaffee plus halben Liter Orangensaft schon 500 Kalorien sparen, wenn man stattdessen Wasser trinkt. Also es ist ganz wichtig, ihr solltet lieber die Kalorien essen und nicht trinken, weil trinken ist immer schnell weg. Deswegen lieber essen. Für diese 520 Kalorien, die ich gerade vorhin genannt habe, könnte man 2,5 Kilo Gemüse essen. Also diese Kalorien wollen wir definitiv sparen. Da hättet ihr schon mal ein Minus von wahrscheinlich 400 Kalorien am Tag. Zweiter Punkt, Gemüse. Was hat das auf sich? Ihr solltet viel Gemüse essen. Es heißt nicht, oh, wenn ich weniger Kalorien aufnehmen möchte, dann esse ich weniger. Das heißt es nicht. Weil verschiedene Nahrungsmittel haben ja verschiedene Kalorienzahlen. Ganz einfach. Nicht alle Nahrungsmittel haben gleich viele Kalorien. Deswegen, Gemüse ist sehr, sehr kalorienarm und sehr, sehr kohlenhydratarm. Also 100 Gramm Gurke, Tomate, Paprika oder Salat haben nur um die 20 Kalorien. Wenn ihr versucht, am Tag 1 Kilo Gemüse zu essen oder sagen wir 900 Gramm, morgens 300 Gramm, mittags 300 Gramm, abends 300 Gramm, dann seid ihr schon mal sehr gesättigt und ihr habt kaum Kalorien aufgenommen. Also am Ende des Tages durch Gemüse 200 Kalorien aufgenommen zu haben, ist nichts. Deswegen versucht wirklich über den Tag verteilt Gemüse zu essen, weil euer Stoffwechsel dann auch die ganze Zeit angeregt wird. Der Körper muss es ja alles verarbeiten und das kostet den Körper sehr viel Energie. Nummer 3, die Proteine. Die Proteine sind immer ein Schlüssel in der Diät, weil um Proteine zu verstoffwechseln, braucht der Körper sehr viel Energie. Also die regen den Stoffwechsel extrem an und sorgen natürlich auch dafür, dass die Muskulatur erhalten bleibt in der Diät. Also das ist der Nährstoff für die Muskulatur, deswegen solltet ihr davon genug essen, also genug Proteine. Und die wirklich auch über den Tag verteilt, also morgens, mittags, abends. Mindestens braucht ihr eine gute Proteinmahlzeit, wie zum Beispiel Fisch, Fleisch, ihr könnt auch Eier. Guckt, dass ihr immer auf die Nährwerttabelle hinten guckt, wenn ihr was habt. Also zum Beispiel jetzt reines Rindfleisch, Muskelfleisch.
ist zum Beispiel auch sehr kalorienarm. Also das hat nur 110 Kalorien. Das ist sehr wenig. Wenn ihr bedenkt, dass von diesen 110 Kalorien der Körper alleine schon 30-40% braucht, nur um das zu verstoffwechseln, habt ihr eigentlich nur 60 Kalorien aufgenommen in 100 Gramm. Also ihr solltet wirklich morgens, mittags, abends gute Proteinquellen. Also gute Proteinquellen heißt wenig Fett, viel Protein drin und wenig Kalorien. Das sind gute Proteinquellen. Da guckt ihr einfach mal, auch wenn ihr vegan seid, könnt ihr Fleischersatzprodukte oder ihr wisst schon ganz genau, was ihr für Produkte habt, die ihr auch gerne mögt. Guckt auf jeden Fall, dass ihr diesen Baustein Protein auf jeden Fall morgens, mittags, abends mindestens dreimal am Tag plus das Gemüse morgens, mittags, abends, das auf jeden Fall schon mal esst. Trotzdem kommt ihr, wenn ihr die Sachen esst, auf sehr wenig Kalorien. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, 100 Gramm gutes Fleisch zum Beispiel haben nur 100 Kalorien. Der Körper braucht aber schon 30-40%. Ihr habt eigentlich nur 60 Kalorien aufgenommen. Wenn ihr jetzt 200 Gramm davon esst, 120 Kalorien. Und das dreimal am Tag sind durch die Proteinmahlzeit nur 360 Kalorien aufgenommen. Das ist nichts. Und dann Gemüse dazu. Gemüse hat auch sehr wenig Kalorien. So könnt ihr wirklich sehr, sehr viel Kalorien sparen und trotzdem die Muskulatur mit Nährstoffen versorgen. Und der vierte Punkt, Sport. Und da würde ich vorschlagen, macht Krafttraining. Versucht, wenn ihr jetzt ein Ziel habt, ich will schnell zum Sommer was erreichen, versucht jeden Tag Sport zu machen. Entweder ihr macht mal Ausdauer oder ihr macht Krafttraining. Ich würde immer bevorzugen Krafttraining. Gutes Krafttraining für große Muskelgruppen, viele Wiederholungen, damit der Stoffwechsel richtig schön in Gang kommt. Gerade die Beine viel trainieren, Beinpresse, aber ihr könnt rudern, Bankdrücken. Das sind alles super Übungen, die ihr machen könnt. Und viele Wiederholungen, 20 Wiederholungen, kurze Pause, nochmal 20 Wiederholungen. Da könnt ihr richtig gut den Stoffwechsel anregen und die Muskulatur aktivieren, sodass der Körper sagt, oh, die Muskulatur, die brauche ich noch, die kann ich jetzt in der Diät nicht einfach rausschmeißen. So, und dann der letzte Punkt. Ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ihr effektiv Fette verbrennen wollt, müsst ihr natürlich die Kohlenhydratspeicher leer haben. Möglichst leer haben. Kohlenhydrate eigentlich nur durch Gemüse aufnehmen. Auch Obst hat schon wieder viel Fruchtzucker und so. Also versucht mal wirklich in der Phase jetzt kohlenhydratarm zu leben, euch kohlenhydratarm zu ernähren. Denn nur wenn der Kohlenhydratspeicher wirklich gut leer ist und der Körper nicht die Kohlenhydrate zur Verfügung hat, weil der Körper will immer gerne Kohlenhydrate verbrennen, weil er verbrennt die Kohlenhydrate einfach sehr, sehr viel leichter als die Fette. Deswegen, wenn er beides da im Topf hat, sagt er, oh, Kohlenhydrate, super, die verbrenne ich jetzt. Das ist klasse. Fette brauche ich nicht, speichere ich ein. Deswegen Kohlenhydratspeicher leer, damit ihr auch wirklich ans Fettgewebe kommt, weil ihr wollt ja effektiv Fette verbrennen. Wenn ihr also es schafft, durch diese verschiedenen Tricks ein Minus von 1000 Kalorien am Tag zu erreichen, müsstet ihr rein rechnerisch am Ende der Woche 1 Kilo Fettgewebe mehr haben. Das hört sich jetzt zwar nicht so viel an, ist es aber, weil 1 Kilo Fettgewebe am Ende der Woche sind 4 Butterpakete. Und wenn ihr euch 4 Butterpakete auf den Tisch legt, dann ist es auf einmal doch ziemlich viel. Weil es gibt immer diese Crash-Diäten und da sagen die, hey, ich habe in 3 Tagen 20 Kilo abgenommen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil die Muskulatur geht verloren, Wasser geht verloren und ihr wollt eure Muskulatur behalten, weil eure Muskulatur hilft euch, jeden Tag immer weiter noch mehr Kalorien und Fette zu verbrennen. Deswegen, die Muskulatur muss erhalten bleiben. Finger weg von den Crash-Diäten. Finger weg, lieber das so machen, wie ich das jetzt hier vorgeschlagen habe. Und natürlich meinen Kanal abonnieren und Snapchat, könnt ihr auch mal vorbeigucken, Instagram, Facebook, überall folgen. Ich hau neue Videos raus. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Und bis bald. Euer Coach Cecil.